Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge Let's Play Total War Rome 2 mit mir, dem Andi. Und wie wir hier sehen können, ja, ist ganz schön viel hier los. Denn wir haben letzte Folge ja nochmal jemanden den Krieg erklärt. Das wissen wir ja alle. Ne, ich gehe jetzt mal auf die Armee an sich, da können wir uns das genau angucken. Hier die Binschel, die wird unsere mächtige Flotte, hier können wir jemanden sogar verbessern. Ja, hier, ja, kann er Attacken greifen? Ne, kann er nicht. Können wir einen Haushalt geben? Entschuldigung, muss auch mal sein. So, nein, ich will natürlich die Armee sehen. What the fuck, so. Hier. Denn ich bin jetzt mit irgendeinem neuen Land in the war so ein bisschen. Genau, hier mit dem. Und hier kommen ja Truppen. Hier ist ein bisschen... Ja, hier überall ist Battle und Kampf angesagt und so. Aber wie wir sehen hier, genau, hier sind zwei Feindesarmeen. Aber... Die Armee, die Herrscher des Odin bewegt sich ja dahin. Die sind hier. Hier ist Rom, die sind verbündet. Ja, das bedeutet, die können alle so ein bisschen hier langziehen. Und alle da gen Osten ziehen und dann wird das schon. Dann wird das schon, ja, dann wird das schon. Was mich hier auch nochmal interessiert, Kasurgis steht eine Armee, genau. Steht nicht hier irgendwo auch noch eine Armee? Hier steht eine. Ja, okay, gut. Die meinte ich. Kann ich ja noch irgendwelche Söldner anheuern? Nö. Ja gut, dann gehen wir jetzt einfach mal in die nächste Runde. Schauen, was da los ist, was da passiert hier jetzt. Und dann wieder Krieg weitergehen wird, denn, ja, wir werden sehen, fest ist es ja noch nicht. Da werden wir schauen, wie, wo, was weitergeht und dann werden wir, wird Mitteleuropa endlich ganz uns gehören. Und dann können wir uns Zielen widmen wie Italien oder anderweitigen Zielen, da werden wir dann genauer gucken müssen und werden heftig zuschlagen. Dem können sich die Völker Europas sicher sein. Da sammelt die Preuki eine Menge Truppen. Eine Menge Truppe. Hier kommt die britannische Konföderation mit ihren Schiffen. Aber das wird denen alles nicht viel bringen, denn ich baue eine riesige Flotte. Ich werde eine gewaltige Flotte ausheben. Ich habe schon eine gewaltige Streitmacht an Truppen auf meinem Kontinent, die weiter ausgebaut wird. Mehr Elite-Truppen herangebracht werden. Und dann werde ich alles zermalmen und vernichten. Ich kann nichts aufhalten. Das germanische Großreich wird nicht gebrochen werden, kann durch nichts gebrochen werden und wird niemals brechen. Das wird nicht ein tausendjähriges Reich sein. Das wird das Reich bis zum Tag des Endes sein. Es wird so lange im Europa beherrschen, bis der Tag aller Dinge, der letzte Tag kommt. Das wird kein tausendjähriges Reich, das wird ein vollkommenes, unendliches Reich. Und aber dafür müssen wir es natürlich erstmal zum Höhepunkt seiner Blüte bringen. Dann werden wir eben die Preuki erstmal ausschalten müssen. Rebellion. Sabotieren. Okay. So. Hier ist Aufstand. Dann machen wir mal so. So. Es wurden zwar in die Kommentare geschrieben, ich soll mehr Schlachten machen, aber ohne Witz, das hier ist jetzt lächerlich. Das mache ich mit aggressiv. Und da geht er zu Boden. Und Rebellen werden getötet. Bei Rebellen mache ich keine Gefangenen, das ist meine Devise. Bei Rebellen gibt es keine Gefangenen. Das ist mein Motto hinsichtlich dessen und daran halte ich mich auch. Mach mal ein bisschen hier
ein Wunder. So, hier können wir mal verbessern. Was ist das hier? Hafen. Dieses Gebäude steht eurer Fraktion nicht zur Verfügung. Was? Muss ich das zum anderen Hafen umbauen? Wie sinnlos. So, jetzt gehen wir hier nochmal kurz die Provinzen alle durch. Celtica geht's den Bach runter. Da wird ja aber auch noch gebaut. Hier wird ja auch noch gebaut. Ja, okay, hier wird ja überall noch gebaut. Nur Celtica sieht absolut nicht gut aus. Wäre es schön, wenn wir mal Truppen hätten. Haben wir aber keine. Zwei Runden Rebellion. So, jetzt muss ich nochmal kurz auf meine Streitmächte gucken. So, hier sind die Söhne des Bären. Sind das hier Biefi? Ah, okay. Die müssen hier hin. Okay, werden die Preuki ihre Armee so dahin ziehen. Nehmen wir jetzt mal die Armee und ziehen die mal kurzhand hier so hin. Setzt euch und teilt mein. Setzt euch und dealt. Ich sehne mich nach einem Kampf. Krieger! Ich erwarte eure Befehle. Und teilt mein Freund. Ich sehne mich nach einem Kampf. Okay, die marschieren auch alle. Also wenn es hier zu einer Schlacht kommt, wird das eine ganz schöne Schlacht werden. Definitiv. Ich guck mal, ob in den Provinzen irgendwas nochmal fertig gebaut worden ist. Wie erwartet nicht. Ja, hier war ja die britische Flotte. Hier wird ja meine Flotte ausgebaut. Und da können die uns auch kein großes Problem machen. So, was wir natürlich jetzt auch nochmal machen könnten, wäre Diplomatie initiieren. Und ein Kriegsziel festlegen. So einfach mal die Siedlung, damit die Italiener da, die Römer dahin marschieren. So, aber wie gesagt, Runde beenden. Mal schauen, was jetzt passiert. Mal schauen, was die machen werden, die Voll, die Boyki oder Preuki. Schließlich, die hatten da ja nicht wenig Truppen, wenn man das mal so sagen kann, darf. Aber das waren, glaube ich, auch nicht die besten Truppen, nicht die besten Elite-Truppen. Da waren keine. Ich meine, ich habe Berserker, ich habe Odins Speere, ich habe Boss-Einheiten. Das haben die Preuki nicht. Die hatten da nur so ein bisschen Pillepalle-Zeugs. Boah, jetzt schicken die ihre ganzen Truppen da hoch, oder was? Warum sagt der PC, dass ich das gewinne? Du
Ich glaube nicht, dass ich das gewinnen würde, deshalb lasse ich das im PC machen. Wie gesagt, in den Kommentaren wurde zwar geschrieben, ich soll mehr Schlachten machen, aber wenn ich selbst mich nicht in der... Wenn ich mich selbst nicht als Gewinner sehen würde, was ich in diesem Fall nicht machen würde, dann würde ich mich dann zurückziehen. Wir schlagen das Lager auf. So, jetzt habe ich hier gerade bemerkt, hier sammelt sich ja was. Setzt euch und teilt mein Feuer. Bereit zum Kampf. Ich höre jetzt einfach erstmal das hier an. So, ich mache das jetzt einfach ganz schnell. Ich werde jetzt. Ich soll zwar mehr Schlachten führen, wenn ich auch machen, aber nur interessante Schlachten. Und die hier wäre ja absolut nicht interessant gewesen. Das ist vielmehr was gegen die Proiki interessanter. Das Imperium ist gestiegen, wunderbar. Ich erwarte eure Befehle. Setzt euch zur Halle der Helden! Setzt euch und dealt meine Feuer! So, die lasse ich jetzt auch hier hingehen. Wie läutet euer nächster Befehl? So, ach, die kann ich auch aufbessern. Umso schöner, umso besser. Genau. Ach komm, das kannst du wieder kleiner machen, so. Also. Hier sind die Söhne des Bären. Dürfen mal weiter marschieren. Während die hier natürlich zurück in die Basis dürfen. So. Das kann ich selten anheuern. Nee, leider nicht. Einheiten rekrutieren. Mal gucken, was alles noch eine Runde dauert. So, hier. Stopp. Panemet Kekensis. Panemet Kekensis. Setzt euch und teilt mein Feuer. Da überall nicht so gut drin. Der 30% war da noch am besten. Ein Dolch an der Kehle und ein nettes Wort. Die Barden. Wie kann ich von Nutzen sein? Gepriesen sei der Allvater. Endlich Aufregung. Ich
Ich habe ja was im Bau gesetzt. Kann doch nicht sein. So. Ich glaube, ich hebe hier nochmal eine neue Armee aus. Und zwar die Schwurableger. Das nennt ihr eine Garnison? Und da werde ich jetzt mal Odins Speere. Schwertmeister. Und Langbogenjäger. So einen Bau setzen. Genau, dann passt das. Dann passt das. Ist hier noch irgendwas, was ich bewegen muss? Was machen da Volke? The fuck? Können wir nicht einfach hier mein Land angreifen? Oh, hier ist eine Menge fertig geworden. Fest des Stammesführers verbessern. Der Ostara, okay, jetzt bin ich nicht alle Provinzen durchgegangen. So, verbessern das Fischerding. Dups. Samazien. Gut, alles schön. Wir werden jetzt nochmal die Runde schauen, was weiter sich entwickelt, was weiter passiert. Sklavenaufstand, den Film kennen wir ja schon. Wird brutalst niedergeschlagen werden, kann ich jetzt schon mal ankündigen. Sowas dulde ich nicht, sowas werde ich nicht dulden lassen. In meinem Reich gibt es keine Aufstände. Und wenn es sie gibt, nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Ich wage es nicht, viel für mein Volk zu verlangen. Nur eine einmalige Auffüllung unserer kläglich leeren Kassen. Habe ich in 84.000. Ja, komm, kann ich mal machen. Gegen Athen habe ich ja nichts. Die sind ja eigentlich auch immer ganz nett, die Athener. Gegen die habe ich nichts. Nee. Das ist schon okay. Irgendwie habe ich echt nichts. Das ist alles ganz okay. Ich habe nirgends eine Erfolgswahrscheinlichkeit. Ich führe das jetzt gerade selbst. Man kann es versuchen. Ich habe hier immerhin 4 Speerleute. Die können ja Speere werfen. Das ist ein Versuch wert, oder? Ich weiß nicht, ob ich Mauern habe. Wenn ich keine Mauern habe, dann habe ich ja keine Chance.
Und ich habe keine Mauern, was bedeutet, ja, das ist lost. Germanische Stammeskrieger! Kann ich nicht viel machen. Stammeskrieger! Erwischt! Germanische Stammeskrieger! Erzittert vor uns! Kampfgruppe bereit! Krieger bereit! Germanische Jugendliche! Kampf bereit! Jugendliche! Germanische Stammeskrieger! Die Kriegsgötter! Ihre Blicke ruhen auf bei der Verteidigung dieser Macht! Diener Odins! Geschosskrieger! Oh, einfach mal gucken. Odin wacht über uns! Einfach mal jetzt gucken, wo daraus wird. Ich meine, das werde ich jetzt sowieso nicht gewinnen können. Hier sieht man die Truppen marschieren. Was sind hier? Nackte Krieger, what the fuck? Germanische Stammeskrieger! Wir nehmen die Passage hier. Unsere Speere sind die euren. Los! Wir dienen germanische Jugendliche. Bringt aus, Krieger! Schießt! Germanische Stammeskrieger! Ich weiß nicht so gerade genau, wie die Gegner sich hier jetzt formieren. Germanische Krieger! Wen ehren wir? Zerstückelt sie! Stammeskrieger! Schneidet sie in Stücke! Germanien! Verstanden! Unser General wird angegriffen! Ja, unser General gibt jetzt hier... Nix, der hat gar keine Manöver, toll. Hier, die sollen dem Trupp helfen. Männer wanken. Bewaffnete Krieger! Bereit! So, hier wird auch noch gekämpft, aber fragt sich, wie lange. Männer wanken. Germanische Jugendliche. Kampfgruppe trennen. Und jetzt laufen sie. Wow. Mit Mauern wäre das alles bisschen... Wer hätte das alles anders ausgesehen? Aber na gut, wenn man keine Mauern hat, dann hat man keine. Wenn man keine hat, dann hat man keine. Diese dreisten Aufständigen. Eigentlich wollte ich die Folge ja gerade beenden, aber ich muss ganz schnell, mal kurz. Das wurde ausgeraubt. Der Hafen hier sollte, glaube ich, ein Fischerhafen werden. Hier oben ist ja mein Militärhafen. Für den
in den Kampf! So, jetzt kann ich mal kurz hier gucken, was ist hier. Das ist alles mehr als lächerlich. Das können wir nicht. Ja! Krieger! Der Pfad ist versperrt. Ich erwarte eure Befehle. Für den Stamm! Habt ihr noch weitere Befehle? Setzt euch und halt mein Feuer. Gepriesen sei der Allvater. Für den Stamm! Kann ich helfen. Ich sehne mich nach Schwert und Schild meinen Volk. Wie läutet euer nächster Befehl? Gut, aber dann werde ich jetzt auch die Folge beenden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist wirklich spannend. Die Poiki werden fallen. Aber vielleicht zögern sie es ja noch gut raus. Ich weiß es nicht. Hier wird bald eine Schlacht stattfinden. Hier komme ich von hinten, aber weiß noch nicht genau, wie ich es anstellen werde. Aber auf jeden Fall wird entweder hier in dem Raum auf jeden Fall mit der Armee, wird gegen die Armeen zusammenstoßen. Ach, stimmt, hier ist ja noch viel, was ich fertig bauen kann. Ich gucke mal mit Provinzen gerade nochmal alles durch. Gerade ganz schnell, da Schiff wird repariert. Gut, aber soweit, so gut, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Werden wir dann jetzt die Folge auch beenden können. Können wir uns nochmal unser großgermanisches Reich anschauen. Und bis dann, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Haut rein. Ciao, ciao.